Europas führender Kongress für Sportstätten und Major Events findet erstmals in Hamburg in der Handelskammer statt. Welche Erwartungen verbinden Sie damit? Ja, wir haben ja in Hamburg eine Dekadenstrategie verabredet für die Entwicklung des Sports. Und ein Punkt ist eben auch, dass wir diese Stadt zu dem Ort machen möchten, in dem über Sport diskutiert wird. Und da haben wir uns angeschaut, welche vorhandenen Veranstaltungen passen gut in diesem Kontext. Und haben dann eben diesen Sports Venue Summit identifiziert, weil er natürlich aus Sicht der Wirtschaft besonders auch interessant ist. Hier wird darüber diskutiert, wie Sportstätten aussehen, wie sie ausgestattet werden, wie sie betrieben werden. Und das ist ein hoch wirtschaftlich relevantes Thema. Als Fußballprofi und Nationalspieler haben Sie in Stadien auf der ganzen Welt gespielt. Als Fußballer, worauf kommt es an? Kommt es nicht nur auf einen schönen Rasen an? Wie wichtig ist das Stadion dann selber? Ich denke, Stadion ist sehr wichtig, weil die Stimmung natürlich einen großen Teil zu Spielen beiträgt, die in Erinnerung bleiben. Und ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass die Fans nah am Geschehen sind. Und wie gesagt, umso lauter, umso mehr Stimmung im Stadion, umso besser das Spiel, aber umso länger, denke ich, bleiben die Spiele in Erinnerung. Das zweite ist der Bereich Bildung. Natürlich. Die Fachwelt diskutiert hier über neue Entwicklungen und die Zukunft. Der HSV hat auch ein schönes Stadion, oder ist das auch schon wieder überholt? Nein, das Stadion ist sicherlich eines der ältesten der neuen Generation, aber es ist nicht überholt. Es gilt ja nach wie vor als eines der schönsten Stadien Deutschlands und wir fühlen uns da nach wie vor sehr, sehr wohl. Wo geht es hin? Was nehmen Sie mit von dieser Veranstaltung? Was kann der HSV tun, um für die Zukunft gerüstet sein? Wir planen ja gerade den Bau des HSV Campus direkt neben unserem Stadion der Imtech Arena. Das ist das Zukunftsprojekt des HSV. Soll Leuchtturm sein für die künftige Ausrichtung mit einem Fokus auf den Nachwuchs. Es soll Heimat geben für unsere Fans auch abseits der Spieltage und für die Gäste des HSV. Und das ist ein Statement auch in Richtung der Stadt und in Richtung des Volksparks. Gut für die Stadt, wenn solche Veranstaltungen hier sind. Und ich glaube, hier sind die Menschen, die man treffen muss, wenn man sich in diesem Geschäft bewegt. Und es ist eine sehr hochwertige, sehr schöne Veranstaltung. Und ich hoffe, sie bleibt auch weiterhin hier in Hamburg.